Gemeinschaftskonto oder Einzelkonto mit Kontovollmacht für die zweite Person? So eine Frage kam heute in unserem internen Bereich, also im Prinzip eine so ähnliche Frage. Hallo, habe mir vor kurzem ein DKB-Konto eröffnet. Bin sehr zufrieden damit. Nun möchte ich, dass nachträglich auch meine Frau Zugriff darauf hat und ihr Gehalt dort ankommt. Muss ich ihr eine Vollmacht erteilen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil sie doch genau auf diese Konstellation geht. Ein Gemeinschaftskonto, wo es zwei Kontoinhaber gibt, oder ein Einzelkonto, wo eine zweite Person bevollmächtigt wird. Wenn man schon ein DKB-Konto hat, ist es natürlich am einfachsten, eine Vollmacht zu erteilen. Das geht auch sehr einfach. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, wenn ich mich bei der DKB einlogge. Ich gehe dann auf persönliche Daten. Dann ganz unten auf Vollmachten. Und gebe dann hier die Daten der Person ein, die ich zu meinem Konto bevollmächtigen möchte. Das kann die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann, der eigene Ehepartner sein. Das können aber auch ganz andere Dritte sein, zu denen jetzt keine familiäre Verbindung besteht. Also hier werden die Personendaten angegeben und dann etwas weiter runter. Denn für was die Vollmacht gilt. Man kann unterscheiden, dass die Vollmacht für alle bestehenden und zukünftigen Depots und Konten geht. Oder die Vollmacht kann auch nur gegeben werden jetzt für eine Auswahl von Konten. Entweder zum Beispiel nur fürs Internetkonto, also für das Girokonto, oder hier fürs Darlehen, Zugriff auf das Darlehenskonto oder auf das Depot. Denn es gibt noch den Unterschied der Art der Vollmacht, also eine allgemeine. Das heißt, sie kann sofort loslegen oder er, je nachdem, also die Person, die die Vollmacht bekommt und kann das dann alles machen. Oder halt die Vollmacht für den Todesfall. Das wäre auch nochmal eine Idee für einen separaten Artikel dazu. Die Zusätze denn, und zwar kann man hier Häkchen setzen, wenn der Bevollmächtigte einen eigenen Internet-Banking-Zugang bekommt. Das heißt, genau wie Sie auch haben, den Zugang, dass Sie sich einloggen können im Internet-Banking und dass Sie Transaktionen bestätigen können. Es besteht die Möglichkeit, dass für den Bevollmächtigten eine Girocard, diese VPay-Karte, ausgestellt wird. Und hier kann man, falls mehrere Konten sind, dann auch halt anwählen, zu welchem Konto. Und genauso sieht es dann auch aus mit der Visa-Card. Man kann auch für die bevollmächtigte Person eine Visa-Card bestellen. Noch kurz zum Unterschied: die Girocard ist natürlich an das Girokonto gekoppelt, und bei der Kreditkarte ist es so, dass ein extra Kreditkartenkonto erstellt wird. Der Unterschied noch zusätzlich: auf dem Kreditkartenkonto für Kontoinhaber gibt es den Sparzins. Das sind ja aktuell, wo das Video entsteht, dann 0,7%. Auf dem Girokonto wird ja aktuell mit 0,1% verzinst. Und die Kreditkarte von Bevollmächtigten, da gibt es leider keinen Zins drauf. Das vielleicht so als Hintergrundinformation. So, dann braucht man nur noch weiterklicken. Dann wird die Seite nochmal angezeigt, die Daten, was man eingegeben hat. Und dann wird das Ganze ausgedruckt, unterschrieben. Und falls die zu bevollmächtigende Person noch nicht bei der DKB Kunde ist, das kann ja auch sein, dass sie bereits ein anderes Konto hat, dann wird dann noch das Legitimationsverfahren durchgeführt. Das soweit die Übersicht, wie man eine andere Person bevollmächtigen kann zum Konto. Wenn das abgesendet ist, dauert das ungefähr 2 bis 3 Tage. Die Bank, die muss das natürlich auch bearbeiten. Und zum Thema Gemeinschaftskonto zeige ich Ihnen noch, da haben wir natürlich schon einen schönen Artikel vorbereitet. Lesen Sie sich das gerne durch, und wenn Fragen sind, Sie wissen ja, einfach einmal am Ende des Artikels können denn Fragen gestellt werden. Hier wird zum Beispiel auf einen weiteren Artikel auf unserem Portal schon verwiesen, und auch bei diesem, da hat sich schon eine Menge von Fragen angesammelt, die auch ziemlich schnell beantwortet worden sind. Vielen Dank für Ihr Arrangement, was jetzt auch die Fragen betrifft. Und wenn Sie Fragen haben, ja gerne, stellen Sie die uns. Soweit wir können, helfen wir sehr gerne weiter. Wenn Ihnen die Beantwortung dieser Frage gefallen hat, dann liken Sie doch bitte unseren Videoclip und gerne empfehlen Sie uns auch weiter. Vielen Dank dafür.